So, Leute, willkommen zurück bei Sonic Battle auf dem GBA. Und es muss eine kleine Änderung vorgenommen werden. Ich habe eigentlich ja gesagt, für diese, die ich noch gar nicht ausgewählt habe, für die fucking analog Tail Story, habe ich eigentlich mir ja Realzocker 16 eingeladen. Der kann aber im Moment nicht, somit hat er mit einem anderen getauscht. Wen habe ich denn jetzt hier gerade? Sonic Shadow Fusion. Der hätte eigentlich die nächste Story übernommen, aber jetzt haben sie getauscht. Das heißt, passt wieder alles. Ja, weil Zocker dieses Verbot gekriegt hat, neuerdings. Ja, diese stinkt. Aber nur deswegen. Ja, nur deswegen, sonst wäre er jetzt bei Tails dabei. Okay, aber ohne große Umschweife, wir gehen gleich weiter. Da ist Sonic wieder. Hey, Emerald, lass uns drüben am Strand spielen. Ich bring dir ein paar geheime Techniken bei. Spiel. Ach, super. Macht er ihn jetzt schon zum Sexslave. Und Tails wird vernachlässigt. Seufz. Sonic ist wieder mal mit ML am Strand. ML? Ich sag mal Emerald dazu. Oh, ich nenne ML. Okay. In der Serie. Okay. Wir wissen immer noch nicht, wie viel... Quatsch. Wir wissen immer noch nicht viel über ML. Aber ich nehme an, das ist Sonic nicht so wichtig. Kennst du die Tricks? Ja. Etwas Merkwürdiges geschah mit ML, als wir den Emerald... den Chaos Emerald einbauten. Aber ich kann es nicht näher untersuchen, weil... mein Computer im Labor kaputt ist. Oh, toll. Moment mal. Ich kann eine komplette Untersuchung machen, wenn ich das Central Lab einsetze. Ich sollte mich beeilen. Ich frag mich, ob MR noch am Strand ist. Also genauer ging's nicht. Wir gehen dahin. Auf zu the beach. Da. Emerald Beach. Sonic, wir müssen ja ML in Central Lab bringen. Nö, müssen wir nicht. Was? Wir haben uns gerade erst warm gekämpft. Ja, komm und spiel uns ein Weilchen. Wie immer, 10 Chaos gewinnt, fertig. Ah, oh ja, mein Mega Man Blaster nehme ich und Ich würde diese laufenden Viecher nehmen, denn der Finger ist nicht so toll. Mega Man Blaster! Mega Man! Mega Man! Das ist so... Ah! Funktioniert aber gut. Mega Man! Oh fuck. Ah! Dreh nicht durch. Wenn du ihn damit besiegt hast, dann klappt das natürlich nicht. Bamsen, düschen. Ihr seid dumm, Leute. Ist die zweite Story. Ja, na. Autschi. Hallo. Und Schnips. Nee, Schnips auf Doom. Wo ist Emerald denn? Er hat keinen Bock mehr. Er mag nicht mehr mit uns spielen. Na komm her. Emerald heilt sich mit seinem unterdurchschnittlichen Heal-Skill. Oh ja, ich habe solche Angst. Friss Mega Man. Mach das mal mit Tails, der ist besser. Wow, ja stimmt. Habe ich noch... Ficken ist bar. Nein, lass mich. Verpiss dich. Nein, tot, fuck. Schnipsen. Ich nehme mal die Dinger da war. Und da. Und jetzt machen wir da. Und das geht ja nicht, ich hab ja gar nichts. Lass mich rum. Ich dachte schon, die Anzeige leckt ja so ein bisschen bei Skype, aber man sieht wohl, was passiert. Ich dachte schon, wie schnell ist der Heilskill auf einmal. Nee, das ist, ja. Ich hab jetzt auch hier bei mir das Format von meinem Emulator ein bisschen kleiner gemacht. So, jetzt sollte es in den Videos nicht mehr so laggen. Da haben sich nämlich ein paar Leute, ja, beschwert, will ich mal sagen. Ist auch okay, weil es hat wirklich ein bisschen gelaggt. Und das lag daran, dass ich es zu groß gemacht habe. So ist, glaube ich, mir am liebsten. Weil ich mag meinen Mega Man Blaster. Den hätte ich am liebsten auch jetzt mit Emerald, aber ich glaube nicht, dass ich den bekomme. Gibt es eigentlich irgendwie einen Trick, wie man hier gute Karten bekommt? Kennst du da irgendwie was? Du kannst nur so perfekt wie möglich machen. Also es gibt eigentlich nur 3 Stufen von Kampf. Wie gut man das macht. Ja, Erste überhaupt gar nicht getroffen werden. Ja, aber also komplett perfekt, da kriegt man ja auch 5 Skillpunkte. Ja. Dann ein Schaden genommen, dann kriegt man 2 und Leben verloren, kriegst du 1. Ja, aber das ist ja logisch. Skills eigentlich relativ normale Skills, die du nicht so oft kriegst. Ja,
Bah, nein. Ein Chaos Emerald zu kriegen ist natürlich der beste. 10 Punkte. Ja, richtig. Voll overpowered Limit. Bah. Mach da deinen Heal-Skill, du hast doch irgendeinen Freiraum. Stimmt. Ah ja, stimmt. Hätte ich mal machen sollen. Ich bin doof. Ich bin doof. Ja, ich weiß, mein Fehler. Ich bin doof. Na komm, na oh, ja, und dann, wie ich das hasse. Komm, lern fliegen und dann lass mich in Ruhe. Ey, ich hasse diesen Typen. So, komm her. Okay. Nein, du blockst hier nichts. Wie sieht das denn aus? Die Kugel ist an diesem Steinding entlang und dann weiter nach rechts? Jetzt aber. Da, ihr seht diese Leiste da oben, die füllt sich irre ganz schön schnell auf bei Tails, aber es gibt noch einen schnelleren. Das geht wesentlich schneller, das ist eigentlich noch langsam. Ja, das kommt einem nur so schnell vor, weil du in der Story davor Sonic hattest. Ja eben, und Sonic ist ja nun voll der Lame-O. Ah! Lass mich in Ruhe! Ja, jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Die Spezialattacken von Tails sind zum Beispiel unter aller Sau eigentlich. Ja. Bis auf diese laufenden Mäuschen. Ey, leck mich doch mal! Komm, weg, 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 weg. So. Double Kill. Ich muss gewonnen. Musste sein. Was bekomme ich? Ich bekomme Tails Fly. Tolle Wurst. Naja. Und ich bekomme was von Sonic? Sonic Punch. Endlich mal. Die erste Attacke. Die erste eine ordentliche Attacke. Um ein, weil ich gestorben bin. Fuck. Hey, ach ja, du bist okay. Hey Sonic, wir müssen den Erl einer großen Inspektion unterziehen. Wir müssen rausfinden, was er kann. Schließlich ist Eggman hinter ihm her. Wir sollten ihn jetzt zum Central Lab bringen. Mach nicht so einen Stress, Tails. Voll so hippie. Sonic, komm schon, Sonic. Mann, ich bring ihn selbst hin, wenn es sein muss. Okay, okay, Tails. Wir kommen beide mit. Nein, ist schon in Ordnung. Ich kann MR allein hinbringen. Komm, MR, folge mir. Wie so ein Hund. Ja, das muss gehen. MR, lass uns gehen. Ich will nicht gehen. Hey, MR, gehorche, Tails. Gehorche, gehorche. MR, geh. Geh, geh. Okay, bin weg. Und tschüss. Ich frag mich, ob ich das ohne Sonic hinkriege. Allein schon, wieso nimmt der Sonic denn nicht mit? Er hat ihm noch angeboten. Ja, das Central Lab ist östlich der Stadt. Es ist in der Central City. Jetzt folge mir. Genau. Warum genau? Ich bin hier, also wenn du Techniken üben möchtest, komm jederzeit vorbei. Aber möchte ich nicht, ich verpiss mich. Ich schmeiß den Bot hier in den Pool. Dann müsstest du mit deinem Erl kämpfen, also ist das sowieso Schwachsinn. Ich sag dir, ich schmeiß irgendwann hier jemanden in diesen Pool. Das ist der Pool of Doom. Das hab ich jetzt halt so. Warum schmeißt du nicht in einen riesen Springbrunnen? Hm, gute Frage. Hm, ich hab einen Punch-Skill bekommen. Den kann ich einbauen, yeah. Du hast den Leuten noch nicht so viel gesagt, wie viel die Skills kosten, oder? Doch, ich habe oben schon erzählt, über der Karte die Sterne. Ein Stern ist 5 Punkte. Und eben halt da oben sind meine Punkte. Jetzt 55 von 57. Und jetzt. Ja, ich würd Shadow Kick eigentlich behalten. Es sei denn, du hast einen Skill, der unbedingt 5 Punkte mehr braucht. Dann kannst du auch Sonic's Top Kick nehmen. Sonic's Top Kick? Ja, na okay, aber. Nee, brauche ich nicht. Jetzt komme ich erstmal damit wieder ganz gut klar. Jetzt habe ich wenigstens schon mal. Fast eine annähernde Combo, die funktionieren würde. Okay, ich hätte jetzt hier Central Highway, aber wir sollen ihn ja zum Lab bringen. Wir sind endlich am Ziel. Gut gemacht, MR. Das hat dann mal 30 Sekunden gedauert. Gut gemacht, gut gemacht. Wache, was macht ihr da? Was? Gut. Wache. Es ist ein limitierter Bereich. Aber ich muss MR hier untersuchen und Sie können uns nicht bitte reinlassen? Nein, unmöglich! Ach, kommen Sie schon. Sonic. Oh Gott, der ist total aufgeschmissen ohne ihn. Crossing, was ist hier? Was sollen wir tun, MR? Kuchen essen. Rouge! Was ist los, Kinder? Habt ihr eure Mama verloren? Rouge? Lass uns gehen, MR. So, so. Sein Name ist also Emerald. Ich nenne ihn so einfach. Ja. Was geht dich das an? Ihr wollt ins Central Lab, stimmt's? Wie? Woher weißt du das? Psychokinesische Kräfte. Es ist euch ins Gesicht geschrieben. Ich lasse euch ins Central Lab, wenn ihr mit mir kommt. Ich bin ein Agent des Präsidenten, wisst ihr?
Aber du bist immer so gemein zu uns. Das ist ja Team Dark in Sonic Adventure 2, ne? Und ich soll nicht mit Fremden sprechen. Das hat der Kleine schon mal gelernt. Super, krieg dann Keks. Okay, also, wie wär's mit einem kleinen Spiel? Spiel? Ja? Nur ein kleiner What the fuck was that? Mein Hund, der sich geschüttelt hat. Ach so, nur ein kleiner Kampf. Du und dein Roboter. Zuerst den Kampf bekommt ihr einen Preis und ich... Boah, was für ein Grafikbug. Ein Pass, damit gelangt ihr ins Central Lab. Wann immer ihr... Oh Gott, wie sieht das aus? Was meinst du? Sollte das Problem einen Pass für mich zu gewinnen, oder? Hä? Ach Gott. Komische Grammatik in ihrem Satz. Naja, ich denke... Warum willst du uns eigentlich helfen? Ich würde sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich muss jetzt nämlich einmal ganze Fixe schneiden, aus technischen Gründen. Bis zur nächsten Folge. See ya, Leute. Jo.